hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch einen richtig, richtig coolen Haul. Und zwar habe ich nach Weihnachten einen Colourpop-Haul beziehungsweise eine Colourpop-Bestellung gemacht, weil ich sehr, sehr coole Items halt im Auge hatte, wo ich halt allerdings noch nicht wusste, ob ich die jetzt... bei Colourpop müsst ihr halt manchmal zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel die Concealer haben wollt und so weiter, müsst ihr manchmal so ein bisschen Bestellungen zusammenlegen, damit praktisch ihr auch wirklich alle Items bekommt, weil es halt eben auch sein kann, dass ihr zum Beispiel einige Items davon noch nicht haben könnt. Also ich muss jetzt nächsten Monat nochmal, wenn die Supernova Eyeshadows ein bisschen in den Restock wiederkommt, beziehungsweise jetzt drei Farben habe ich leider, glaube ich, nicht bekommen. Und dann bestelle ich nochmal was. Wie gesagt, da gibt es auch noch ein Lippenbundle von Laura Lee, wo ich halt definitiv nochmal zuschlagen muss, weil mir fehlen noch zwei. Und wie gesagt, ich habe noch eine Tarte-Bestellung, die auf dem Weg ist. Und Douglas, die lege ich dann, glaube ich, zusammen. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Weil Tarte, da habe ich halt überhaupt keine Erfahrung, wie lange das dauert und so weiter. Aber ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich zeige euch mal ganz, ganz real quick, das dauert bestimmt wieder eine halbe Stunde, was ich bei Colourpop bestellt habe. Und nicht vergessen, gerne den Abonnier-Button drücken. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Und wie gesagt, ich habe halt das ganze Zeug, habe ich mir auch zum Geburtstag kommen lassen, weil ich halt diverse Leute hatte, die wussten, okay, was soll ich ihr schenken? Und dann habe ich mir halt zum Beispiel sowas gewünscht. Und deswegen war es auch diesmal ein bisschen mehr. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und schön dranbleiben. Und auf jeden Fall wünsche ich euch viel, viel Spaß bei diesen tollen Colourpop. Dann starten wir mal. Ich habe, wie gesagt, hier eine volle Kiste. Ich nehme die ganzen Eyeshadow-Paletten. Natürlich habe ich Eyeshadow-Paletten. Bei Colourpop gab es einen unnormalen Haul. Also beziehungsweise nicht einen Haul, sondern eine Rabattaktion. Wenn ihr praktisch ab $50 eingekauft habt, habt ihr diese wunderschöne Golden State of Mind Palette, die $26 alleine kostet, dazu bekommen und freies Shipping. Und ich konnte da nicht Nein sagen, weil ehrlich gesagt, ich hätte mir die nie gekauft. Also ich war nicht so krass interessiert an dieser Palette. Deswegen hatte ich gedacht, schau ich halt einfach mal. Und ich packe die ganzen Items mal hier auf den Tisch. Und dann gehen wir mal durch. Ich habe auch ein paar Lippenbundles gekauft und von Laura Lee. Ich finde die YouTuberin ja total süß. Also ich mag die wahnsinnig gerne. Wishing you lit, you are lit year. Ach, süß. Die haben auch immer so ganz, ganz tolle Karten. Ich behalte die auch immer, weil also ich habe überhaupt kein Problem mit meinen. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Super Shock Eyeshadows bestellt, weil ist auch richtig geil. Das sind diese Eyeshadows. Da gab es 40% drauf oder 30% drauf und die waren einfach so scheiße billig. Ich habe mir auch fast alle Farben der Supernova Eyeshadows gekauft und von I Love Sarahi noch ein paar Lippenprodukte. So. So. Ich gehe mal real quick durch. Also es sind halt sehr, sehr viele Lippenprodukte geworden und praktisch hier noch so richtige Bundles. Ich habe auch die Kollektion von Catherine Lights gekauft. Catherine Lights ist eine, wenn ihr die nicht kennt, eine unfassbar goldige YouTuberin. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Das ist auch aus dem amerikanischen Bereich und die hat eine Kollaboration mit denen angefangen. Dann habe ich noch die Double Entendre oder so Palette, die zeige ich euch gleich. Dann die You Had Me at Halo und wie gesagt die Golden State of Mind. Jetzt fangen wir aber mal an. Ich würde sagen mit den Super Shock Eyeshadows, weil da habe ich jetzt nicht so arg viele von. So, ich schmeiße die ganzen Sachen dann in die Kiste neben mir. Unser Mülleimer ist schon total am Überlaufen, also ich weiß gar nicht, ich glaube, da passt gar nichts mehr rein. Das erste wäre eine geile Farbe. Die Supershock Eyeshadows sind sehr, sehr besonders. Sie haben nicht eine pudrige Konsistenz, sondern eine so Jelly-artige. Ich mache mal meinen Swatch-Arm frei. Und zwar habe ich in der ersten die Farbe Dare. Total irre. Also, die Dare wäre mir jetzt fast runtergeflogen. Und zwar diese Konsistenz, wenn ihr so reinpackt, gell, seht ihr ja, das macht so Abdrücke.
Diese Konsistenz ist sehr besonders. Also Farbe richtig geil. Diese Supershock-Eyeshadows sind so also ein bisschen gelig, cremig, ja. Und wenn ihr die praktisch auf dem Auge auftragt, habt ihr null Fallout. Also es gibt bei diesen Produkten kein Fallout, weil im Prinzip nichts runterfallen kann, weil im Prinzip diese Konsistenz nicht pudrig ist, sondern gelig. Ich finde das sehr geil, muss ich sagen, weil ihr habt praktisch so die Möglichkeit, natürlich richtig Farbe aufzutragen ohne Ende. Und wie gesagt, das ist die Farbe Dare. Und ich habe für die bezahlt $4,20. Super geiles Violett. Zeig euch den Swatch auch nochmal. Sehr, sehr cool. Ist jetzt nicht so krass deckend, aber ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe jetzt gehofft, dass die so ist. Ich habe jetzt noch, ich glaube, eher so bronzene Töne noch. Und dann habe ich hier einmal diese Farbe. Das ist, ich habe auch noch nie so viel da gekauft. Ich habe dort bezahlt für alle Sachen 171 Euro, aber müsst ihr noch rechnen, 30 Euro habe ich jetzt noch Zoll bezahlt direkt an der Tür. Das sind so knapp 200 Euro. Hört sich jetzt erstmal brutal schlimm an und so. Ich habe aber vier komplette Paletten bestellt und knapp 20 Lippenprodukte. Ich habe hier von Laura Lee habe ich auch noch eine Kollaboration gekauft. Also ich habe einen Wert von knapp $300 eingekauft und habe aber nur 171 Euro bezahlt, weil ich knapp für über $110 Rabatte bekommen hatte, Rabattaktion ausgenutzt habe und das war halt richtig geil. So, das ist die Farbe. Ich weiß gar nicht, wie heißt As You Wave, ja. Und ich zeig euch mal die Farbe. Die Farbe ist, das ist so ein orangenes Rose Gold, sehr geile, unique Farbe. Kann man auch als Highlighter, glaube ich, nutzen. Ist, glaube ich, total geil. Diese Farbe habe ich mir speziell gekauft, weil man die halt einfach über dem kompletten Lid tragen kann. Und ich fand die so schön. Wie gesagt, ihr seht ja, dass ich, wenn ich mit dem Finger reingehe, diese Fischgrätenoptik halt weggeht. Aber das ist einfach so eine ganz witzige Konsistenz, muss ich sagen. Also das ist, gerade weil sie halt kein Fallout hat, finde ich, ist das unnormal praktisch. Dann habe ich natürlich noch mehr. Ich liebe ColourPop, sie ist eigentlich sehr erschwinglich. Für mich lohnt es sich halt nur aufgrund der Zollbearbeitung und so, eigentlich nur größere Mengen zu bestellen. Ich sammle halt wie so einen Warenkorb und ich habe jetzt vor 4 Monaten, 5 Monaten das letzte Mal bestellt und habe jetzt halt praktisch jetzt aufgrund meines Geburtstages und so. Das wäre jetzt die nächste Farbe. Das ist die Farbe Lightning Bug. Einfach sehr, sehr schön. Also das ist es so auf dem Finger geswatcht und hier. Das ist praktisch Lightning Bug. Ich finde das halt toll, weil ihr könnt hier halt wirklich, also ich arbeite mit diesen Supershock Eyeshadows eigentlich am liebsten mit den Fingern, weil also die Verpackung ist auch sehr, sehr cool. Ist ein bisschen günstiger gemacht, natürlich, weil ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass jetzt eine Firma, die jetzt so günstig euch Sachen verkauft, ja, dass das jetzt voll die High-End-Verpackung ist. Aber die Qualität ist unnormal gut. Und dann haben wir ja nochmal einen. Da kommen noch sechs. Das ist die Farbe Helio Goodbye. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Und zwar ist das diese Farbe. Ist ähnlich wie das von gerade. Und da ist der Fingerswatch. Und das ist es auf der Hand aufgetragen. Das ist dunkler. Aber ich dachte halt, ich werde auch auf jeden Fall noch Rabattaktionen abwarten, weil, wie gesagt, die Verpackung gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ihr habt ja praktisch ein sehr weißes Packaging. Mir gefällt das sehr gut. Und wie gesagt, diese Farbe ist für mich auch sehr besonders, muss ich sagen, weil ihr habt halt so Glitzerpartikel drin, aber jetzt nicht zu übertrieben. Ich habe jetzt auch noch zwei matte. Und von Laura Lee gab es halt auch ein Bundle. So, das ist die Farbe Dynasty. Und die fand ich richtig geil. Und zwar ist das so ein geiles Schlammrot. Richtig geil. Ihr habt halt wieder diese Konsistenz. Und das ist so praktisch dieses
Brick Red, sag ich mal. Das würde ich halt gerne als Transition nehmen. Die Arbeit, praktisch, wenn ihr die auf dem Pinsel tragt, ist praktisch ähnlich wie eigentlich, wie nennt man denn das? So Cream to Powder praktisch. Und ihr habt praktisch dann immer noch die Möglichkeit, immer wieder aufzubauen, aufzubauen, aufzubauen. Und ich liebe die. Sie werden auch direkt in den USA hergestellt, also nicht irgendwie in China oder sonst irgendwas. Nur, es ist halt das Problem, sie haben jetzt, so wie ich das hier sehe, ja, also hier zum Beispiel ist eine Ingredients-Liste drauf. Also diese Listen sind sehr, sehr wichtig für den Zoll. Also der Zoll verlangt das, dass praktisch auf diesen Produkten eine Ingredients-Liste drin ist. Das Problem ist, da steht halt mal was drauf. Und hier steht wieder nichts drauf. Da steht nichts drauf. Und der Zoll kann es halt durchlassen oder kann es lassen. So, der ist jetzt ein bisschen locker. Den kann ich jetzt nicht ganz so hochheben. Das ist die Farbe Paradox. Paradox. Sieht dem sehr ähnlich, aber ist sehr viel pinkstichiger. Die Fotografien auf den Colourpop-Seiten sind auch recht gut, finde ich. Also mein Swatch, ich werde jetzt einmal alles zuswatchen, egal. Die Fotos, die ihr praktisch auf der LA-Seite von Colourpop seht, ist eigentlich recht gut abfotografiert, muss ich sagen. Also ihr könnt die Farben, wie gesagt, das sind die Super Shock Eyeshadows bis jetzt. Und dann habe ich eine sehr, sehr besondere Kollaboration, die ich unbedingt unterstützen wollte, von denen ich mir aber wahrscheinlich nochmal was kaufen möchte, wenn es ein bisschen reduzierter ist. Das ist die Laura Lee Los Angeles Kollaboration mit Colourpop. Und zwar, sie hat eine Kollaboration mit NKA Los Angeles gemacht. Das heißt No Killing Animals Los Angeles. Das ist praktisch eine Tierschutzorganisation, die in LA sich um Straßenhunde und um ausgesetzte Hunde kümmert. Ja, es gibt auch in Großstädten ganz arg viele Hundeelend und ganz viel Katzenelend und auch viel Kleintierelend. Und Colourpop macht jedes Jahr mit einer etwas größeren Influencer-Gesellschaft beziehungsweise Influencern oder ein Influencer, macht sie eine Kollaboration, wo praktisch 100% der Einnahmen praktisch in diese Organisation geht, damit die Leute halt auf den Straßen weiter Hunde kastrieren können, Futterstellen aufbauen können und so. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Also Make-up, wenn es auch noch Sinn macht, nicht nur um gekauft zu werden, sondern auch um irgendwas zu bewirken, super, super geil. Ich selber, ich war in Kroatien in einem Shelter vor etwa 2 Jahren. So viel Geld, wie ich eigentlich hier in meine Schränke packe. Wenn ich dort nur einen Teil davon hingeben würde, ich habe ein paar Mal gespendet, aber alles schaffe ich halt auch nicht. Macht sowas, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Die Leute freuen sich über jeden Cent. Sie können mit jedem 10 Euro, 5 Euro was anfangen. Wie gesagt, diese Kollaboration habe ich auf jeden Fall gerne unterstützt. Es ist halt jedes Jahr. Ich habe allerdings nur einen einzigen Lippenstift davon bekommen. Das kommt eigentlich auch in so einem Bundle, ja. Aber diesmal konnte ich halt das leider nicht ergattern. Das ist wieder das, wo ich euch gesagt habe, dieses Fail, wo ihr halt jetzt nicht. Und zwar kommt die in, also habt ihr auf deine Colourpops so kleine Pfötchen drauf. Das sind wohl, ich habe auch gebrauchte davon von den letzten Jahren gekauft. Und ich zeige euch mal die Farben. Sehr, sehr geil. Und zwar ist es die Farbe Glitz. Die heißen lustig. Shiny, Heiny, Ritz und Glitz. Also sie war jetzt nicht so anspruchsvoll mit den Namen. Das wäre die Farbe Glitz. Auch wieder diese Pudding. Das ist ein sehr tolles All-Over-Lid Transition Shade. Sie hat ein ganz, ganz tolles Video darüber gemacht. Sie hat das erklärt. Sie war selber in dem Shelter und hat sich das praktisch angeguckt, was sie für Arbeiten dort machen, wofür das Geld gebraucht wird. Also ich finde das ganz toll. Also selbst wenn ihr nur einmal im Jahr an andere denkt und praktisch was kauft oder es woanders hin gibt, ist das unnormal wichtig. Das ist auch eine total süße Verpackung. Ist sehr, ich werde das auch jedes Jahr jetzt kaufen, weil wie gesagt, die Influencer auch immer wissen, was die Leute natürlich sich wünschen. Ja, zoomst du mal. Ah, das ist die Farbe Heini. Also nicht so wie Heini, sondern Heini. Sehr, sehr cool. Ist ein glitzeriger Schimmer. Sehr, sehr cool. Also mir gefällt der auch sehr gut. Die Farben waren mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, weil es gibt eigentlich keine Farbe, die mir entweder nicht steht oder... Gesundheit!
Also zum Beispiel, was ich jetzt nicht mag, also ich habe von Colourpop und ich habe allgemein ganz wenig blaue Lidschatten, das mag ich einfach nicht. Aber so ansonsten kann ich eigentlich alles tragen, weil man kann alles irgendwie arbeiten für sich lassen. Das wäre die Farbe Ritz. Und das ist so ein, ja, so ein, weiß nicht, wie nennt man denn das? Das ist so ein, einfach nur ein, so ein richtiger Glitzerton mit ganz wenig Schimmer, also mit ganz, nicht viel Schimmer hat, sondern mit wenig Pigment. Also praktisch, das ist so, wie wenn ihr das nackt irgendwo drauf tragt oder so und einfach Glitzer habt. Und das ist eigentlich meine Lieblingsfarbe, die fand ich jetzt am schönsten und das ist Shiny. Also mit der Kombination zu diesem hier, also Glitz und Shiny, finde, könnt ihr einen tollen Look machen. Ich finde diese Konsistenz, also Pigmentierung ist immer on fleek und 100%. Das ist so ein wunderschönes Maroon-Braun, ja. Richtig, richtig, richtig schön, ne? So, jetzt muss ich mal ein bisschen von den Swatches wegmachen, weil wir wollen ja noch weiter swatchen. Ja, wir wollen ja nicht nur hier sitzen und gar nichts tun, ja. Sondern wir wollen natürlich auch weiter swatchen. Das waren jetzt die Super Shock Eyeshadows. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auf die Lidschattenpaletten. Da swatche ich aber nicht zu viele, weil ich euch gerne ein allgemeines Colourpop-Sammlungsvideo machen würde. Da swatche ich euch dann ein bisschen mehr, weil ich glaube, wenn ich hier alles, also ich will auf jeden Fall die Supernova-Eyeshadows für euch swatchen. Und das sind halt auch schon 2, 4, 6, 8, so viel Platz habe ich gar nicht. Und wir fangen jetzt mal an mit der Stream Street Palette von Kathleen Lights. Ich gucke da ihren Kanal total gerne. Die ist halt wirklich toll. Ich finde halt auch, ich habe es euch ja schon öfters gesagt, ich finde die Ami-YouTuber, weiß ich nicht, die meines Erachtens kommen die mir irgendwie kompetent darüber, was Kosmetik angeht. Ich habe auch sehr, sehr viele Kanäle halt abonniert. Verpackung sehr, sehr schön. Nein, da ist jetzt kein Cheat drin. Und das Farbspektrum ist folgendes. Auf der Rückseite befinden sich dann die Namen und hier sind praktisch die ganzen Farben. Am schönsten finde ich diesen Ton hier und diese türkisenen. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich euch einen Look dazu schminke. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr euch schon getraut habt, bei Colourpop zu bestellen. Also, ich habe immer nie Probleme. Es hat immer so gut geklappt. Ihr müsst es mal probiert haben, um praktisch zu entscheiden, ob es klappt oder nicht. Ich meine, ihr könnt natürlich fett Arschkarte gezogen haben und die Sachen bleiben beim Zoll. Ich hatte dieses Glück leider noch nicht. Und wie gesagt, diese Stream Street Palette ist eine Kollaboration mit einer YouTuberin, wo ich aber sagen muss, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe ja, dass die Karen von dem Kanal I Love Sarahhee auch meine eigene Palette rausbringt. Die hat bisher halt Lippenbundles rausgebracht und so kleinere Paletten, aber ich hätte gern von ihr eine große. Dann habe ich die Palette You Had Me at Halo. Die Preise liegen so, also die Super Shock Eyeshadows haben etwa 4,20 $ gekostet. Die Stream Street Palette, alle Paletten von Colourpop kosten um die 16 Euro. Habe aber jetzt natürlich 30, 40% drauf bekommen, habe halt nur so knapp 10, 11 Dollar pro Stück bezahlt. Deswegen habe ich auch eigentlich alle gekauft. Das You Had Me at Halo, das habe ich schon gesehen. Das ist die erste Palette von Colourpop, die praktisch einen Spiegel beinhaltet. Die haben jetzt praktisch mal angefangen, so ein bisschen. Schaut mal, was für ein Chaos ich da auf dem Tisch habe. Seht ihr das? auf jeden Fall. Riechen tun die eigentlich sehr gut. Also, manche Farben, also da müsst ihr mal Reviews angucken, sind nicht ganz eye-safe. Also, wenn ihr praktisch die hier unten auftragt, kann es zu Irritationen führen. Das ist auch der Grund, warum der Zoll zum Beispiel so ein bisschen eigenartig ist und sagt so, ja, also das muss man doch gesagt haben und so. Aber schaut mal, wie wunderschön die sind. Das ist eine sehr neutrale Palette. Man möge es gar nicht glauben. Die Pressed Eyeshadows sind auch von höchster Qualität sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Palette habe ich mir mal so mitgenommen. Ich könnte mir gerade so ein bisschen an den Arsch beißen, weil ich hätte gern diese Element of Surprise gehabt, weil da sind auch sehr geile Pink- und Lila-Töne drin. Die werde ich mir aber noch nachbestellen. Wie gesagt, mein Korb füllt sich wieder. Ich schreibe mir dann immer noch die Farben auf, die ich bräuchte. Und wie gesagt, das ist eine sehr neutrale Palette, die ich aber sehr schön finde, muss ich sagen. Ich habe jetzt knapp 7 oder 8 Paletten von Denne. Alle sind wunderschön. Es gibt keine, die mir nicht gefällt. Dann habe ich noch die Double Entendre oder so. Habe ich noch. Die hat dieselbe Verpackung wie die, ich glaube, I Think I Love You Palette.
Und das Farbspektrum ist sehr neutral gehalten. Ihr habt ein paar Goldtöne. Also ich swatch mal diese zwei auf meiner Hand. Also sehr, sehr schönes Goldton. Das ist halt so eine schöne neutrale Palette und ich mag das halt bei Colourpop. Diese einzelnen kleineren kann man wohl auch kaufen, aber natürlich nicht aus dem Farbspektrum dieser Palette. Und ich fand die so, so schön, dass ich gesagt habe, die nehme ich jetzt auch noch mit, weil das Angebot galt ja wirklich die ganze Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, komm, das nehme ich mit. Zu meiner Bestellung dazu habe ich eine Golden State of Mind Palette bekommen. Und zwar ist das eine exklusive, sage ich mal, Palette gewesen, die extra für Sephora USA gemacht worden ist, weil voll geil, ich könnte ausrasten. Ich glaube, ich muss in die USA auswandern. Colourpop findet ihr in einem ganz regulären Laden. Alle Super Shock Eyeshadows, Lippenstifte und so weiter. Oder ich denke mal mindestens die Topseller, sag ich mal, ja. Und das ist richtig mies, ja. Also es kotzt mich voll an. Also es gibt noch eine, ich glaube die Magic, I think Magic Palette oder sowas. Ich weiß gar nicht. Und ich habe wie gesagt noch zwei, drei Paletten auf meinem Radar. Ich mache die mal mein Körbchen und dann schauen wir mal. Die Golden State of Mind Palette, wie gesagt, ist eine größere Palette, die aber auch sehr viel mehr gekostet hat. Die hätte mich jetzt $26 gekostet. Ich habe die jetzt umsonst bekommen, weil ich eh über 100, also über $50 eingekauft habe. Das Farbspektrum, wie ihr seht, ist vollkommen metallic. Swatch mal nur so ein paar Farben, die ich jetzt halt praktisch so ins Auge springen habe sehen. Ich habe jetzt hier so ein paar Rosé-Töne, hier ist ein Silber und da habe ich noch nichts. Und da habe ich noch so ein. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen das Problem, was die YouTuber aus Amerika gesagt haben. Die Formulierung dieser Palette ist ein bisschen different von dem, was sie praktisch gewohnt ist. Ihr seht ja, dass die Konsistenzen hier oben, wie ihr das seht, sehr pudrig ist. Das haben die auch bemängelt. Ich glaube, vielleicht gab es sie auch deswegen dazu, weil die halt auch nicht gut angelaufen ist. Also Colourpop, muss ich sagen, hat eigentlich eine sehr stabile Preisgestaltung. Also es ist eigentlich nicht so, dass da dauerhaft irgendwelche krassen Preissteigerungen sind. Also das haben die halt gesagt. Und wie gesagt, ihr seht es ja auch in dem Pen. Das ist schon ziemlich pudrig. Wie gesagt, geschenkte Gaul schaut man ins Maul. Also ich bin zufrieden. Ich habe ja dafür jetzt nichts bezahlt in dem Sinne, weil ich habe die ja dazu geschenkt bekommen. Und ich bin dankbar. Also vielen Dank, Colourpop. Dann zeige ich euch noch die Lippenbundles und dann geht es auf jeden Fall zu den Supernova Eyeshadows, weil das sind ganz, ganz tolle Dupes zu den Stila Magnificent Metals Eyeshadows. Das sind praktisch so Liquid Eyeshadows. Jetzt habe ich hier das Dream Street Lippenbundle. Und zwar kommen die auch in einer ganz coolen Verpackung. Und zwar, oh, Jesus, das sieht ganz anders aus. Und zwar ist das hier praktisch dieses Dreiergespann. Das wäre einmal ein sehr orangiges Red. Das ist einmal Revere, irgendwas, keine Ahnung. Das sieht sehr viel mehr orange aus, wie ich es eigentlich im Kopf. Oh, das ist ein Orange. Feil! Das ist das. Das ist praktisch diese Farbe. Ist sehr orange, sehr orange. Muss ich aber sagen, ich weiß nicht, kann man das erkennen, dass das so orange ist? Also es sah mehr rot-orange aus, aber das ist richtig orange. Das ist ein Ultra Satin, glaube ich. Sie hat also die Formulierung der Ultra Satins gewählt, weil sie gesagt hat, sie mag diese Ultra Mattes nicht. Mir personally ist das ja wurscht, weil ich mag beide sehr gerne. Das ist die zweite Farbe dieses Lippenbundles und das ist die Farbe Dreamy. Ich finde, die ist sehr, sehr schön. Also die gefällt mir sehr, sehr gut. Das Lippenbundle wird auch nochmal eingepackt, weil ich die. Ah, und dann habe ich noch einen Ultra Glossy Lip. Glossige Sachen habe ich gar nicht. Und zwar ist das ein Beige mit goldenen Reflekten drin. Das seht ihr natürlich nicht so gut. Aber. Sehr, sehr coole Farbe. Also es ist halt einfach mal ein Baboom drin. Ich muss das einfach, glaube ich, mal in einem Video tragen, weil ich glaube, das sieht immer so krass auf solchen Verpackungen aus. Und letztendlich, wenn man es auf der Lippe trägt, ist es echt in Ordnung. Dann habe ich von der Kollaboration mit I Love Sarahi. Ihr wisst ja, ich liebe die. Ich hatte Mamacita, habe ich. Mamacita ist hier. Das ist praktisch die Farbe, die ich hatte. Und ich habe jetzt mir praktisch die anderen beiden noch dazu gekauft.
Das ist ein Ultra Satin, auch in so einem tollen Nude-Ton, und zwar in so einem dunklen. Und zwar sehr graustichig. Ich fand die Farbe. Lippenprodukte riechen auch eigentlich wenig. Also muss ich jetzt nicht sagen, dass die unbedingt krass riechen oder so. Dann habe ich hier noch. Habe ich jetzt irgendwie zweimal bestellt? Softie. Ah, ich habe Softie zweimal bestellt. Macht nichts. Ich glaube aber, das ist. Ah, ich weiß warum. Ich habe manchmal so das Ding, dass ich manchmal lieber ein Lippenprodukt zweimal bestelle, weil ich habe da oben ein ganzes Türmchen voll mit Produkten von ColourPop, weil ich habe tatsächlich das Problem gehabt, dass ich öfters mal so, ja, so Probleme hatte, dass ich halt irgendwie gerne ein Produkt hätte. Aber, bin wieder da. Aber zum Beispiel, deshalb, weil es halt Limited Editions sind oder Kollaborationen, habe ich Angst, dass es die Farbe nicht mehr gibt. Und das ist ein sehr, sehr schönes Braun-Move, also Move-Ton in bräunlichem Unterstich. Und ihr seht jetzt auch, warum ich es doppelt gekauft habe. Schaut mal. Das ist ein sehr, sehr sattes, taubfarbenes Produkt. Deswegen habe ich es aber auch zweimal gekauft, weil. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich bin halt so eine, wie gesagt, ich habe halt lieber ein Backup, bevor ich mich wieder aufreg. Dann habe ich hier noch ein Ultra Satin Matte. Das sind praktisch diese normalen Farben, und zwar in der Farbe More Better. Ich habe jetzt bestimmt 30 von denen, und ich sag euch eins, richtig geil. Ich denke aber, das ist halt immer so. More Better habe ich auch doppelt, sehe ich gerade. Und zwar, das hatte ich, habe ich auch öfters schon getragen. Das ist eines der schönsten und sattesten Töne, die ich halt besitze. Ich muss sagen, schaut mal, das ist ein wunderschöner Berryton. Also ich bin obsessed mit diesen Sachen. Von den Supershocks zum Beispiel werden jetzt, ich glaube, morgen, übermorgen, werden halt neue Farben zum Beispiel gelauncht. Da muss ich auch sagen, da werde ich definitiv zuschlagen. Und dann haben wir hier noch ColourPop. Die Farbe Mama. Mama ist auch dabei. Mama ist auch dabei. Und zwar ist das eine ganz geile Farbe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist ein Orangebraun. Ja, das trifft es eigentlich am meisten. Das ist ein richtiges Orangebraun. Ich persönlich finde die matte Formulierung so farbintensiv, dass ich sie schon einfach geil finde. Also die ist so voll an Farbe, dass ich zum Beispiel überhaupt kein Problem damit hat, dass es ein bisschen trockener ist. Ja, sehr, sehr geile Farbe. Manche Leute finden halt diese matte, also ihr merkt es auch, dass es halt schon ordentlich spannt auf der Haut. Aber ich fand die so schön. Ich habe da, wie gesagt, einen ganzen Stack voll. Also ja, jetzt geht schon langsam auf die 40 Stück so. Aber wie gesagt, das ist eine Kollaboration von dieser Laura Lee. Und das ist die Farbe Bam. Also das ist die Farbe Bam. Die anderen Farben, muss ich aber sagen, hätten mir eh nicht so gut gefallen. Und wie ihr seht, ist der Auftrag auch sehr, sehr durchgängig. Mega. Also ich lagere die auch immer so. So in so einer Halterung, und die kippen mir so ein bisschen rum, und dann suche ich immer so meine Farben. Ich werde die jetzt später auch etwas sortieren. Und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine volle Sammlung von ColourPop. Die werde ich euch abdrehen. Und so, jawohl, da sag's. Habt ihr gehört? Und das ist die Farbe Creeper. Und das ist wieder ein wunderschönes, sattes Rot. Weil die ColourPop-Rot sind meiner Meinung nach die schönsten. Ich habe eigentlich die krass schönsten. Also das kommt der Farbe Ariba von I Love Sarahi sehr nah, aber nicht ganz. Meine Lieblings-YouTuberin, also mit Abstand die schönste Make-up-Tutorial-Creatorin, die ich kenne, neben Niki Tutorials. Ich gucke sie tatsächlich gerne, weil sie ist mollig, aber unfassbar talentiert. Und das ist praktisch die ColourPop-Kollaboration zu Weihnachten. Das war eine extra Kollaboration, die nur an Weihnachten gewesen ist. Und deswegen musste ich die jetzt auch kaufen, weil ich sonst echt ein Problem gehabt hätte. Und zwar hat sie einen Metallic, einen Gloss und einen Ultra Matt rausgebracht. Und zwar in der Farbe Soft. Und zwar stelle ich gerade fest, dass die Farbe schon vorhanden ist. Ich habe die, das ist glaube ich die Farbe. Nee, das ist Soft 2. Wo habe ich denn die andere Farbe? War das das?
Nee. Ha, das ist ja dieselbe Farbe, schaut mal. Shit. Also die Isle of Sara hier hat sich, glaube ich, so ihre Favorites. Also das ist wohl schon eine vorhandene Farbe. Aber das macht jetzt nichts. Das kann ja passieren. Ich wusste das aber nicht. Also ich wusste nicht, dass praktisch das sich gedoppelt hat oder so. Dann habe ich hier Atole. Atole ist eine Farbe. Rose Gold, Iridescent, irgendwas. Auf jeden Fall soll es so eine Art Liptopper-Möglichkeit geben. Ich gucke, dass ich es euch irgendwie zeigen kann. Das ist ein bisschen schwierig zum zeigen. Es ist ein Rose Gold mit Reflex drin. Das kann ich so schwer zeigen hier. Also das ist hier dieser Ton. Das ist einfach eigentlich ein klarer Gloss, wenn ihr es genau nimmt, ja. Die sind sehr schwer von der Formulierung. Also die sind sehr klebrig, muss ich sagen. Aber kann man auch lassen, sind schon schön. Und den fand ich ultra schön. Das ist ein Metallic Lip. Von Colourpop habe ich gar keine metallischen, weil ich mag die gar nicht so. Ich mag keine metallischen Formulierungen, aber ich mag das, wenn die so aussehen. Also das ist ein geiles, geiles Rot. Ich denke, auch dieses Rot tragen an meinem Geburtstag. Das ist krass. Also das ist doch mal mega schön. Also super metallisch, super, super geil. Und wie gesagt, ich bin unfassbar. Ich bin auch mal gespannt, wie ich den Kram wieder runterkriege. Und dann habe ich noch, real quick, packe ich noch You're a Jam. Das ist auch ein Lippentrio. Die Lippentrios sind eigentlich auch oft im Angebot und die sind auch recht günstig. Und zwar habe ich hier die Farbe Misbehaving, also nicht gut benehmen. Swatch mal. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Da habe ich jetzt einmal diese Farbe für euch. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch einen Ultra Glossy, den werde ich euch aber nicht swatchen, weil wie gesagt, das ist einfach ein Gloss mit so goldenen Reflekten drin. Also richtig, richtig cool. Und Ultra Gloss. Und dann habe ich noch die Farbe Catching Feels. Und zwar ist das hier so eine. Ich gucke mal, ob ich das irgendwo noch. Oh, habe ich noch ein paar Zentimeter Platz? Schaut mal, das ist diese Farbe. Also die ist auch sehr schön, finde ich. Sehr opaque vom Auftrag, wenn ihr seht. Also ich kann da drüber gehen. Das ist auch auf der Lippe tatsächlich so. Also ihr seht halt wirklich, dass es ultimativ voll mein Arm ist. Ich komme auch gleich zurück. Ich wasche mir kurz den Arm ab und dann sehen wir uns gleich wieder zu dem Hauptakteur. Meine Dieses Lieben, Videos. meine kleine Hexe Lilly, die sehr gesprächig ist, ist eine wunderschöne kroatische Straßenkatze von früher. Sie wurde damals dort ausgesetzt mit ihren Geschwistern. Und wie kann man nur so schön sein? Wie kann? Meine Principessa. Ich habe ja vier Kater und eine Prinzessin. Eure Hoheit möchte runter. Sie hat gerade mich so ausgeschimpft, als ich meine Hände sauber gemacht habe. Und hat sich so gemeckert, meine Principessis. Ihr seht, ich bin sehr, sehr tierlieb. Leute, ich habe, kennt ihr diese Handwaschpasten, die man in so Werkstätten eigentlich findet? Damit habe ich es nur runtergekriegt. Das war erbartig. So, jetzt geht's weiter. Die Videos werden bei mir jetzt irgendwie nicht kürzer dieses Jahr. Ist mir aber egal, muss ich sagen, weil ich mache eher so die Videos, wo man sich so wie eine Kinozeit nimmt oder so. Ja. Und zwar habe ich jetzt Super Shock Eyeshadows. Ich packe die jetzt alle aus. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich für meinen Geburtstag sehr, sehr viel eingekauft, weil einfach, ich habe halt solche von meinem Papa Geld bekommen und meine Mama hat mir ein bisschen Geld mitgegeben und so. Freunde zum Beispiel haben mir auch Gutscheine, also ich weiß, dass einige eigentlich sich meistens nur überlegen, mir Gutscheine zu schenken, Douglas, DM, keine Ahnung. Ich bin unnormal dankbar dafür, dass halt meine Menschen um mich herum eigentlich genau wissen, was ich möchte. Mein Papa hat halt einfach zum Beispiel gesagt, er gibt mir dann einfach Geld dazu und ich habe dann halt die Bestellung eigentlich nahezu komplett von ihm bezahlt. Also, Papa, vielen Dank. Und ich habe halt so, so coole Eyeshadows gekriegt. Ich muss mir halt, ich mache mir immer so, ich bin halt eine sehr, sehr, durchgeplante Person. Also, ich brauche immer Listen mit Sachen, die ich praktisch noch besorgen muss und so.
weil ich zum Beispiel eher weniger der Typ bin, der spontan Einkäufe macht. Ich habe jetzt zum Beispiel mein PayPal, das ist zum Beispiel eigentlich mein bester Freund, sage ich euch ganz ernsthaft, weil PayPal bei mir also unnormal wichtig ist, aber das ist eine ganz, ganz tolle Verpackung. Ist eine super, super tolle Verpackung. Wie gesagt, ich habe mir die gekauft, weil ich habe jetzt so super Reviews darüber gesehen. Und da fehlen mir halt noch ein paar Farben. Und ich muss mir die jetzt mal rausschreiben, die, die ich habe und die, die ich noch haben möchte, weil ich meine Kollektion natürlich komplett halten möchte. Da möchte ich halt, wie gesagt, gucken, dass ich die auch im Ganzen kriege. So, das sind die Farben, die ich ergattern konnte. Da hat einer Leute, ich glaube, lasst mich nicht lügen, ich meine, die kosten 7 Dollar und ich habe um die 5,60 Dollar bezahlt. Das sind alles Liquid Eyeshadows. Wie gesagt, da fehlen mir jetzt ein paar Farben. So, ich fange jetzt mal an. Das ist Running in Orbits. Das ist, glaube ich, eine neue Farbe. Ja, Running in Orbits. Ja, und ich fange mal an zu swatchen. Jemand, der von euch praktisch diese, wie heißt das, diese Concealer kauft. Ich glaube, wo sind meine Concealer hin? Hier. Also, ich liebe diesen ColourPop Concealer. Leute, einfach nur der Hammer, sage ich euch. Und diese haben praktisch diesen selben Applicator. Also, der ist auch so flach und so. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Und hier habe ich schon mal Farbe Nummer 1. Ich hoffe, das geht. So, Farbe Number One, Farbe Number One. Ich versuche euch das jetzt anzuzoomen. Ah, da ist's. Das ist Farbe Nummer 1. Wie gesagt, sehr, sehr coole Farbe. Das wäre wie die Farbe Running in Orbits. Das ist so ein, ja, das sind so, das ist so ein Beige mit so bläulichen Pigmenten noch drin. Die da, die hat mir am meisten gefallen. Das ist so ein Turquoise Mothership heißt das. Richtig, richtig cool. Das ist halt praktisch auch, das ist nicht unbedingt etwas, wo ihr so krass Pigment habt, sondern einfach, das ist so ein Lidtopper, ja. Und ich finde die aber sehr, sehr cool. Da habt ihr praktisch das Mothership, wobei ich mir denke, da muss man, glaube ich, gucken, wie man die aufträgt, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass die, also ich kann jetzt nicht sagen, von dem, was ich von den Stilas gesehen habe, ja, dass es praktisch dieselben sind. Das glaube ich nicht, weil ich habe halt von den Stilas Magnificent Metals nur geile Sachen gehört. Da werde ich mir dieses Jahr auch welche kaufen. Das sind auch, also ich will auch unbedingt mal eine Wunschliste für euch abfüllen mit Sachen und Produkten, die ich definitiv dieses Jahr mir kaufen möchte und auch testen möchte. Oh, das ist eine Farbe, die zum Beispiel schon mehr reinknallt. Also, wie ihr seht. Das ist eine schöne Farbe. Die gefällt mir jetzt von den dreien am besten. Das ist die Farbe Dragon. Also ist die Farbe Dragon. Ist so ein wunderschönes Kupfer. Wie gesagt, das sind eher so Lid-Topper. Also ich würde das jetzt nicht verwechseln mit praktisch mit so Liquid Eyeshadows oder so, weil Liquid Eyeshadows oder Liquid Pigments sehen ja nochmal ein bisschen anders aus. Das ist die Farbe Hard to Impress. Ich meine, die ist auch neu. Und die ist auch richtig opaque. Die ist auch richtig geil. Das ist so ein bräunliches Rot, würde ich mal sagen. Lilly? Und das ist die Farbe Ouf War. Das ist praktisch ähnlich wie das da drunter. Ich zeig euch es ja gleich. Aber hatte einen Pink, hat aber eher so einen Pinkstich. Also sehr, sehr cool. Sie glitzern unnormal. Ich finde die, glaube ich, ganz cool. Sie sollen auch. Die werden auch trocken und die creasen nicht. Also so wie ich bei Manny MUA hatte die, Laura Lee hatte, glaube ich, welche. Und dann noch so ein paar andere YouTuber. Ich meine auch Kathleen Lights, die ich mal gesehen habe. Die haben die schon benutzt und haben so Looks damit geschminkt, so in der First Impression. Und ich fand die richtig cool, die Looks. So, ich gehe jetzt auch ein paar Mal drüber, damit es auch fair bleibt, ja. So, das ist die Farbe, das ist die Farbe Firecracker. Aber ich muss sagen, so im Allgemeinen finde ich, performen die sehr, sehr schön. Und das ist eine Farbe, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ist es Moonlit. Moonlit ist ein Purple. Die auf den Augen, glaube ich, die stärkste Performance-Pigmentierung hat.
Schaut mal, das ist doch geil. Also, wie ihr seht, es sind Schimmerlidschatten, mit denen muss man arbeiten können. Ihr könnt ja auch zum Beispiel nur im Zentrum eures Auges zum Beispiel etwas auftragen und ihr lasst dann einfach Schicht für Schicht ein bisschen trocknen und einfach verteilt. Ihr könnt ja auch, glaube ich, mit den Fingern sehr gut auftragen. Aber wie ihr seht, hier ist ein Haufen Müll und ich bin fertig mit meinem Colourpop-Haul. Yay! Ich filme auch die Colourpop-Hauls und die ganzen Hauls immer so sofort, so wie der mein lieber Postmann Josh, vielen, vielen Dank, die Türe reinkommt, weil damit ich die Sachen auch alle probieren, testen, anfassen, durchswatchen und so kann. Deswegen, ich hoffe, ihr habt da wahnsinnig viel Spaß dran. Ich zeige auch, wie gesagt, auch immer so Farben, die ich euch empfehlen würde und die ich wunderschön finde und so. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran, ihr Lieben. Wie gesagt, es kommt noch ein. Ich weiß, glaube ich kann so eine ganze Haul-Woche machen. Haul-Woche. Also jetzt am 4. ist ja für euch der Beauty Bay Haul hochgegangen von Morphe, Kiko, DM und so. Dieses Video, denke ich, werde ich am Samstag uploaden und am Sonntag, wenn alles klappt, wenn Tarte und so gekommen ist, lade ich euch das nächste Haul hoch, weil ich habe mir die gesamte Gigi Hadid Lippenstift-Kollektion gekauft, weil da eigentlich keine Farbe dabei gewesen ist, die ich scheiße gefunden habe. Und bleibt auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.